Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Glossybox Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Glossybox Adventskalender wurde mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um ihn hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Glossybox-Team. Normalerweise kostet er 99 Euro, für Abonnenten 85 Euro und solltest du noch kein Abonnent sein, habe ich für dich einen Code, damit du den Adventskalender auch für 85 Euro bekommst. Den schreibe ich dir hier mal rein, verlinke ich auch in der Infobox. Und es gibt auch noch einen Code, da bekommst du den Adventskalender plus die Septemberbox für 95 Euro im Bundle zusammen. Das heißt, du zahlst dann für die Box nur 10 Euro und auch das verlinke ich dir in der Infobox. Der soll einen Warenwert von 529 Euro haben und ich bin super gespannt, was drin ist. Da dies ein Kooperationsvideo ist, verlose ich in diesem Video auch etwas und zwar ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Der Glossybox Adventskalender ist für mich immer so eine Ha-Geschichte. Ich glaube, das war einer der ersten Adventskalender, den ich vor 3 Jahren hier vorgestellt habe. Wir haben dieses Mal Surprise Me hier draufstehen, also wir sollen uns halt überraschen lassen. Und dann kann man ihn aufklappen. Unforgettable Moments, Full of Joy, unvergessliche Freudenmomente, sage ich mal. Und ja, wir haben hier Schubladen, die ich gleich einmal rausnehmen werde, denn da sind die Boxen drin. Und dann wühlen wir uns einfach mal durch. Wir haben auch ein Heftchen mit dabei, wo drin steht, was drin ist. Das lege ich mir beiseite, nehme ich dann nachher, wenn ich das Video schneide, um dann die Preise halt einblenden zu können. Und ja, los geht's. Ich werde die Produkte auch einfach mal da wieder reinstellen, damit wir am Ende dann auch wirklich sehen können, was im Adventskalender drin war. Und wir starten mit der Nummer 1. Die ist im ersten Schuber. Das sieht dann übrigens immer so aus, wenn man dann so eine Schublade entnimmt. Und wir haben so ein schönes Marmor-Design, das halt echt schön, schön ist. Schön, schön, schön. Ne? Und wir starten mit dekorativer Kosmetik. Das ist von Benefit The Professional Super Setter Long Lasting Makeup Setting Spray. Hier haben wir 30 ml drin enthalten und sowas ist doch klasse. Das kam jetzt erst relativ frisch dieses Jahr raus oder Ende letzten Jahres. Und das finde ich mega geil, wenn wir halt auch Produkte drin haben, die relativ neu rausgekommen sind. Ne? Fängt gut an. Auch die Nummer 2 ist mit dabei. Da haben wir, glaube ich, Pflege drin, weil es ein bisschen schwerer ist. Und zwar ist das von Pixi by Petra, das Glow Tonic, 100 ml mit 5% Glykolsäure. Ja, ich glaube, dieses Produkt oder ein Produkt von Pixi by Petra haben wir auch immer im Glossybox Adventskalender. Deswegen ein kleiner Klassiker. Die Nummer 2 lege ich mir tatsächlich daneben, weil unter der Nummer 2 und der Nummer 12 ist nachher die Nummer 24. Die Nummer 3. Oh, ach was. Guck mal, wir haben eine Catrice drin. Die habe ich tatsächlich schon da. 5 in a Box Mini Eyeshadow Palette mit Rosenöl. Das ist die Farbe 060 Vivid Burgundy Look. Auch das ist eine von den neueren von den 5 in a Box Lidschattenpaletten. Und ich mag die tatsächlich von der Qualität sehr gerne. Habe die, ich glaube, vor ein paar Tagen noch gehabt, weil ich mich gerade alphabetisch durch meine Lidschattenpalettensammlung durchprobiere. Heute habe ich Charlotte Tilbury auf den Augen. Und ja, die ist gut. Die ist wirklich gut. Da kannst du schön einen Look mit Schminken. Wir haben einen tollen Setting-Ton mit dabei, einen tollen Inner-Corner-Highlight-Ton, einen tollen etwas dunkleren Schimmerton und zwei echt 1A matte Töne, die mir wirklich gut gefallen. Tolle Pigmentierung. Mega. Die Nummer 4. Wow, wie groß die Verpackungen einfach sind. Ne? Die Produkte da drin sind kleiner, definitiv. Aber ich kann dann den Adventskalender super weiterverwenden, um ihn neu zu befüllen. Das mache ich ja sehr gerne. Hier haben wir von Soul Clean. Sagt mir gar nichts. Das ist ein Loose Mineral Powder mit 7 Gramm Probiotics. Das finde ich interessant. Sowas mag ich ja gerne. Ich mag lose Puder gerne, um unter meinen Augen zu setten, ne? Damit der Concealer gesettet wird und nicht in die Fältchen reinkriecht. Und das ist ein Translucent Powder, das heißt Translucent vor allem. Ne? Das ist ein Puder, was viele verschiedene Hautfarbentypen halt auch tragen können. Und das mag ich. Und da steht 3:1 für dekorative Kosmetik, was ich hardcore und sehr, sehr angenehm finde. Nummer 5, der Tag von Nikolaus, den haben wir hier. Oh, die Haare. Die Haare, die Haare. Hier haben wir Sebastian, Professional Sebastian Dark Oil mit Jojoba und Arganöl. Ein Shampoo drin enthalten, 50 ml. Sehr cool. Ich habe sowas auch schon mal in Männer-Adventskalendern gesehen. Finde ich gerade ein bisschen witzig. Aber ich mag so kleine Shampoos gerne.
Recht angenehm. Für dienstags und freitags, wenn ich ein anderes Shampoo verwende als die anderen Tage in der Woche. Und ja, cool. Nikolaus, yay. Die Nummer 6 fühlt sich sehr leicht an. Erfahrungsgemäß haben wir auch in diesem Adventskalender zur 6 immer ein Knallerprodukt drin. Also Barbour-Ampullen oder sowas, ne? Total cool. Und hier haben wir drin Collagen Boost. Lifting Cellular, 20 ml von Dr. Barbour tatsächlich. Das ist ein sackenteures Vieh. Das finde ich ja klasse. Also sehr, sehr charmant. Dr. Barbour ist auch nochmal die hochwertigere Variante von Barbour an sich, glaube ich, ne? Und wow, mega, mag ich. Hui, je, die Nummer 7 ist ja ein Riesenvieh. Was ein Brecher. Aber super leicht, ne? Oh, oh. Diese Geräusche, es tut mir leid. Doctors Cosmeceutical Skincare Formula Brighten Up Ampoule for Age Spots, also quasi für Pigmentflecken und Hyperpigmentation. Ja, wow, parabenfrei, vegan und hier sind 7 Ampullen drin. Die Marke sagt mir nichts, finde ich sehr spannend. Und ich muss auch gestehen, dass ich aktuell so ein bisschen am Umsteigen bin, weg von Masken und hin zu Ampullen, ne? Finde ich cool. Im selben Schuber befindet sich die Nummer 8 und die darf machen, dass es kracht. Dekorative Kosmetik. Hallöchen, Popöchen. Real Her. I Am Strong. Definer Brow Pencil. Ja, die trauen sich ja was. 0,07 Gramm. Welche Farbe bist du denn? Also das finde ich ja schon mal spektakulär, ne? Ich finde sowas sowieso immer sehr mutig, solche, dekorative Kosmetik reinzupacken, die halt gegebenenfalls für unterschiedliche Haarfarben und so weiter definiert werden müsste, aber hier steht keine Farbe bei. RH Eil 006. Vielleicht ist das so eine Universalfarbe, aber sowas gibt es eigentlich weniger, ne? Auf der einen Seite haben wir ein Spoolie. Auf der anderen Seite haben wir einen herausdrehbaren Stift, der aussieht wie Taub. Und Taub ist meine Farbe. Das könnte was werden mit uns beiden. Mega cool. Ja, so langsam holt die Pflege auf in Relation zu dekorativen Kosmetik, aber noch geht's. Über was dürfen wir uns denn wohl in der Nummer 9 freuen? Oha, sehr cool. Nuvega Lash Wimpernrevitalisierungsserum vegan. 1 ml haben wir hier drin enthalten und ich meine, dass ich das Nuvega Wimpernserum auch schon mal verwendet habe. Keins schlägt bislang Grande Lash. Gibt's bei Purish mit dem Code ClaudiesWelt15, sparst du 15%. Ist ein Affiliate-Code, da verdiene ich eine kleine Provision dran. Aber ich meine, dass ich das auch schon mal hatte. Ist aber sehr, sehr, sehr teuer. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich meine, dass wir das in der Glossybox natürlichen Version, die mit Kind of Rosy in Kooperation, glaube ich, zusammengestaltet worden ist, mal drin hatten, oder? Nummer 10. Oh, hier ist ein Lippi drin. Und zwar von Steve Laurent. Mhm. In der Farbe Champagne. Nee, sicher? Doch, ein Lipgloss in Champagner. So sieht die Verpackung aus, aber die ist ja eher irrelevant. Wir gucken uns mal das Produkt an. Ja, gut. Schöne Farbe. Das ist ja nicht Champagne, ne? Das ist so ein wunderschöner, nudiger Mauve-Ton und der hat so Sparkles drin. Und ich denke, das Champagne bezieht sich auf die Sparkles, die da dran sind. Und das gefällt mir. 11, 11, bring me to heaven. Oh mein Gott, ja, manchmal sind meine Reime echt schlimm. Tut mir leid. Skin and Co. Okay, eine Handcreme darf auch nicht fehlen. Das müssen wir uns eingestehen. Citrus Amaro Hand Cream. Okay, 15 ml haben wir hier drin enthalten. Schöne Handtaschengröße. Ja, kann man machen. Ist eine Handcreme. Ist okay. Und ich würde es mal als das erste Körperprodukt in dem Adventskalender bezeichnen. Die Nummer 12 ist die goldene Mitte und ja, halbwegs. Also das ist quasi die Halbzeit. Und sie ist schwer. Was? Hier haben wir schon wieder eine Palette drin, Leute. Schon wieder. Was ist das? Wanda oder Wanda Beauty Trip for Two Blush and Bronzer Duo. Ihr seid ja wahnsinnig cool. Das finde ich ja super. Okay, der Bronzer hat aber auch noch irgendwie einen leichten Schimmer mit drin. Sieht aber schön aus. Das sind mal tragbare Töne, Leute. Das finde ich klasse. Ich kann es kaum abwarten, die Produkte zu verwenden. Ich verstecke das ja immer heimlich in meinen Full Faces Beauty Boxen, ne? Dann habe ich aus den jeweiligen Kategorien nichts in den Boxen in dem Monat drin gehabt. Dann greife ich halt auf meine Wühlkiste zurück und da kommt es auch mit rein. Die Nummer 13 ist hoffentlich keine Pechzahl. Nee, oh, die ist aber prall gefüllt. Daily Concepts. Daily Hammam mit Lifestyle Size Gant de Hammam. Das ist so ein Körperpeeling-Fee. Cruelty-free ist das. Schaut so aus. Ach, guck mal. Sowas finde ich ja auch ganz schön, ne?
Ist auch toll, in einem Adventskalender sowas drin zu haben. Ich persönlich bin halt eher ein Fan davon, mir einen richtigen Pott Körperpeeling zu nehmen und damit über die Haut zu gehen, diesen Duft wahrzunehmen. Hast du natürlich hiermit nicht, wenn du das einfach nur zum Peelen verwendest. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ein sehr, sehr kleines Blöckchen ist die Nummer 14. Oh, das ist ein Klassiker und Claudi liebt es. Ein Deep Sleep Pillow Spray von This Works mit 5 Millilitern kommt immer bei uns aufs Bett. Man hat so einen wundervollen Lavendelduft und damit kann ich so schön einschlafen. Das ist total klasse. Mag ich. Klasse. Die Nummer 15. Die hauen hier aber auch eine dekorative Kosmetik raus, als gäbe es keinen Morgen mehr, ne? Zoeva Infinite Potential Mascara. Geil. 9 Milliliter. Ist eine Full Size und wow. Ich glaube, das war auch eine von diesen Sneak Peek Produkten, ne? Das finde ich ja klasse. Schwarz natürlich. Und ey, du kannst mit dem Adventskalender ja fast schon Full Face schminken. So schaut die aus. Das finde ich wundervoll. Oh mein Gott, haben wir hier einfach mal eine Zoeva. Das ist auch ein neues Produkt, ne? Wahnsinn. Das finde ich echt cool. Hat so ein erdnussförmiges Kunstfaserbürstchen. Ich liebe es, Adventskalender zu öffnen und hätte gerne für jeden Tag im Jahr einen. Die Nummer 16. Sehr leicht. Mit drin. Doch, da. Ayeko mag ich. Black Magic Liquid Eyeliner. Oh, ist das vielleicht der, den ich super finde? 0,4 Milliliter haben wir hier drin. Das ist cruelty free. Oh, die haben so einen ganz tollen, der so eine Pinselspitze vorne dran hat. Ja. Oh. Ja. Ich liebe solche Eyeliner. Die haben halt vorne, wirklich, das ist so toll, so eine Pinselspitze. Das ist kein Filz. Das ist halt wie so Plastikpinselviecher und damit kann ich so toll zeichnen und der hält und hält und hält, hat eine Kugel zum Schütteln drin. Mega, und das scheint irgendwie eine Sonderedition zu sein, weil der halt so in einem Rosa ist. Normalerweise ist er nämlich schwarz mit weißer Schrift, ne? Geil! Hui, die Nummer 17 ist aber auch mal wieder so ein großes Vieh, aber auch wieder relativ leicht. Hier haben wir von Lavera eine feste Dusche drin. 2-in-1 für Haut und Haar würde ich tatsächlich eher für Haut nur verwenden, weil meine Kopfhaut nicht so diese festen Shampoos verträgt. 0% Plastik mit Bio-Aloe Vera und pflanzlichem Keratin. Klimaneutral Produkt, Hydrofeeling. Wow, das hört sich total super an. Kommt demnächst auf jeden Fall in Anwendung. Zeige ich euch dann in meinem Aufgebraucht-Video was drüber. Dreimal ergiebiger als Duschgel. Gut, da kommt es halt drauf an, wie lange man das über den Körper führt, ne? Sieht echt sehr schön aus und das riecht so angenehm pudrig. Oh mein Gott, das riecht angenehm. Das mag ich. Auf, in die Weihnachtswoche. Gucken wir mal in die Nummer 18. Natürlich, der obligatorische Essie-Nagellack darf auch nicht fehlen, Leute. Ist klar, ne? Venture to the Venue, den hatte ich auch schon mal da. Das ist eigentlich ein wirklich schöner Lack. Der passt auch total jetzt zur Weihnachtszeit. Jetzt vor allem im Oktober, Anfang Oktober. Egal, der würde dann am 18. Dezember mega in die Weihnachtszeit reinpassen, weil der ist halt wie Schneeflocken auf den Nägeln. Mein Problem, der macht halt so eine Oberfläche. Ich habe dann keine glatte Oberfläche, sondern der liegt halt richtig auf, weil da super viele Schimmer drin sind. Ne? Das mag ich dann nicht so gerne. Das heißt, der wird leider nicht bei mir bleiben, ist aber eine mega schöne Farbe. Die Nummer 19 ist quadratisch praktisch gut. Hoffentlich. Wow. Ja, einfach mal hier schön eine Avant-Creme reinhauen, ist in Ordnung. 30 Milliliter von der 8-Hour Retexturizing and Antioxidizing Hyaluronic Facial Serum Geschichte. Joa. Das wird sehr, sehr hochpreisig sein und den Preis des, oder den Wert des Adventskalenders noch ein Stückchen höher in die Höhe treiben. Wahnsinn. Also, ne? Avant ist eine Marke, die haben wir kennengelernt durch die Look Fantastic Beauty Box und auch durch die Glossy Box. Ansonsten kennt man die ja so auf dem deutschen Markt gar nicht und ist so sackenteuer. Wahnsinn. Im selben Format und fühlt sich an, als wäre da nichts dran. Drin kommt die Nummer 20. Oh, wir haben Schmuck hier drin, Leute. Was zur Hölle? Geil. Von Six ist das eine mit Zirkonia. Wow. Eine schöne Kette in Roségold. Oh, die finde ich hübsch. Die ist wirklich hübsch, muss ich wirklich sagen. Eine ganz, ganz, ganz elegante Kette. Oh, die mag ich gerne leiden. Ich mag leider die Kette an sich nicht so leiden, weil das Band ist so, dass meine Haare sich da drin verheddern werden. Das ist nicht so eine klassische Gliederkette, sondern so eine Schlangenkette ist das, glaube ich, ne? Oder eine ganz schmale Schlangenkette. Aber der Stein daran, wunderschön. Hui, die 21, die macht also, die ist riesig. Die macht Hoffnung auf viel Inhalt. Naja, der Inhalt ist klein, aber fein. 30 Milliliter, das ist ganz schön viel von der
Elemis Pro Collagen Energizing Marine Cleanser Geschichte, Anti-Aging. Wow, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ne? Damit kann man dann auch sein Gesicht reinigen und das finde ich auch super. Es gab ja letztens auch noch so eine Sonderedition von Glossy Box mit Elemis. Also es lohnt sich definitiv, die Box zu abonnieren. Ich packe euch da auch meine Codes mal in die Infobox, weil man dann solche Aktionen auch schneller und günstiger bekommen kann und da hat man immer einen guten Deal halt. Ne? Also finde ich schön. Weiter geht die wilde Reise auf die zu der Nummer 22. Ja, wir haben ja, doch, wir hatten schon ein Lippi, ne? Aber jetzt kommt ein Lippenstift und zwar von Ila Maska, ein Antimatter Lipstick. 2 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und das ist die Farbe Bang. Okay, dann müssen wir uns die Farbe Bang mal genauer angucken. So ein kleiner. Oh, die Farbe Bang ist eine schöne Farbe, denn das ist so ein angenehmes, tragbares Nude. Nicht verkehrt. Das finde ich echt gut. Der 23. Dezember ist der Tag vor Heiligabend. Hier komme ich gerne so ein bisschen zur Ruhe, chill mich ein bisschen, wenn der Weihnachtsstress dann losgeht, weil mein Freund und ich, wir sind ja beide Scheidungskinder, da geht die Party ab. Deswegen mal gucken, was wir hier zum Chillen drin haben. Yay! Okay, ist nicht zum Chillen, aber es ist geil. Von Milk Makeup ein Produkt. Das müssen wir uns gleich mal näher angucken. 7,1 Gramm. Und das ist wohl ein Highlighter. Klar, es fehlt ja auch noch ein Highlighter, ne? Holographic Pearls. Ui, okay, das ist Hardcore. Supernova. Ich habe auch aktuell in Anwendung und auch auf meinen Wangen den Blushstick von Milk drauf. Und das reicht auch mit 7,1 Gramm, ne? Da brauchst du kein Riesenvieh. Holographische Highlighter sind natürlich so ein Ding für sich, ne? Steht nicht jeder drauf, weil er sehr kühl ist, aber passt auf jeden Fall in die kühle Weihnachtszeit. Und der ist nicht so glitzerig, der ist schön. Den mag ich. Zwischenstand, so sieht jetzt der Adventskalender quasi der Inhalt aus. Hier oben haben wir sonstige Produkte. Das sind Gesichtsprodukte, super viel dekorative Kosmetik, ein Haarprodukt, 4 Gesichtsprodukte. Also überwiegend haben wir hier tatsächlich dekorative Kosmetik drin. Und anhand der Form und der Größe gehe ich bei der 24 definitiv auch von irgendwas dekorativer Kosmetikgeschichte aus. Ne? Oh. Ja, Chia-Tee oder Chia-Tee London, I am a woman, what's your superpower? Mega, das ist einfach mal eine Lidschattenpalette mit 35 Gramm. Hat einen Beipackzettel quasi mit dabei. Und jetzt schauen wir mal rein, was hier drin ist. Also ich mag das, ne? Dieses Comic-Design da drauf. Wow, das ist eine wunderschöne Nude-Palette, die nur danach schreit, dass mit ihr ein Look gezaubert wird. Ist das nicht schön? Oh, ist die schön. Hier haben wir gröbere Schimmergeschichten drin, wir haben feinere Schimmergeschichten drin, wir haben matte Töne drin, wir haben schöne, schöne Farben, die für den Alltag, aber auch für zum Weggehen gedacht sind. Krass. Das war er nun, der Glossybox Adventskalender. 529 Euro wert. Ich glaube den mal ganz, ganz entspannt. Also hier haben wir ja krasse, tolle Produkte drin. Mir persönlich gefällt es sehr, dass wir vor allem dekorative Kosmetik drin enthalten haben, aber auch die Pflegeprodukte, die drin enthalten sind, waren sinnvoll und ausgewählt. Ich liebe es, dass wir einen Eyeliner drin haben und kein Kohlkajal. Ich mag super gerne, dass wir halt keinen klassisch roten Lippenstift drin haben, sondern ein tragbares Nude. Ich mag die Marken, die hier drin enthalten sind. Ich mag, dass wir Schmuck drin haben. Ich mag ihn. Bin ich ehrlich? Ich hätte ihn mir ja auch so oder so selber gekauft. Dementsprechend freue ich mich natürlich wie Bolle, dass die Kooperation auch noch dahinter steht, ne? Und dass ich euch auch noch kurz mit an die Hand geben kann, eine Verlosung machen kann und so weiter und so fort. Also wahnsinnig geil. Er ist noch verfügbar. Schaut auf jeden Fall vorbei. Denkt dran, auch Glossybox gehört zu iKral. Also da iKral Cashback aktivieren. Ne? Denkt dran, auch da Link dazu in der Infobox, falls du 10 Euro Cashback oder 5 Euro Cashback bei Freunde werben Freunde haben möchtest. Ist keine Kooperation, ist einfach nur, ja, ich bin da angemeldet, Gedönsen. Ich bin überwältigt gerade einfach und ich freue mich einfach. Ihr Lieben, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz toll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!